Wenn ihr Gaming Equipment sucht, erste Link in der Videobeschreibung, führt zu Rocks Games, 5% Rabatt. Auscheck. So, meine lieben Freunde und damit herzliches Willkommen zu einem neuen Video auf dem Vibes Clan Kanal. Heute mal bloß ein relativ kurzes Video. Ich wollte euch nämlich kurz über was informieren. Viele, die uns vielleicht schon etwas länger gucken, verfolgen, wie auch immer, haben bestimmt damals mitbekommen, dass ich ein Video über Tanzverbot gemacht habe, wo er damals seinen Hype hatte und bla 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 und ihn da ein bisschen mit Drachenlord verglichen habe und Iblali hat eben vor, ich weiß es jetzt gar nicht, 2, 3, 4, 5 Stunden, wie auch immer, ein Video gegen Drachenlord gemacht. Und da bin ich einfach auf seinen Kanal gegangen und ich werde euch hier mal kurz ein paar Screenshots einblenden. Der Drachenlord hat alle seine Videos gelöscht. What the fuck, ich hab da mal in die Diskussion geguckt und viele gehen jetzt davon aus, dass er vielleicht einen auf Ape Crime oder so machen will. Auf jeden Fall habe ich auch auf seinem Let's Play Kanal Drachen Games LP geguckt und da kam das letzte Video vor 2 Wochen. Und wie gesagt, auf seinem Hauptkanal ist einfach alles weg. Ich weiß nicht, ob er alles gelöscht hat oder alles auf privat hat oder auf ungelistet, keine Ahnung. Das wird sich dann in den nächsten Tagen, Wochen, wie auch immer, denke ich mal, herausstellen. Vielleicht postet er auch noch was auf Twitter, aber ich wollte euch das einfach mal bloß kurz wissen lassen, da ein paar Leute durch uns auf Drachenlord gekommen sind und ihn auch teilweise mal geschaut haben. Deswegen die kurze Info an euch. Wie gesagt, ich weiß auch nichts genaueres, aber ja, seine ganzen Videos sind weg. Schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Das Video von Iblali war jetzt in dem Sinne, klar hat er ihn ein bisschen angegriffen und so weiter, aber er hat ihn nicht direkt, ich sag mal, zerfickt, sondern wollte ihn eher noch ein bisschen in die richtige Richtung leiten. Und ja, deswegen verstehe ich nicht ganz, warum er auf einmal die ganzen Videos gelöscht hat. Gut, wie gesagt, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, wenn ihr vielleicht sogar mehr wisst als ich. Schreibt mir das auch gerne in die Kommentare und dann kann ich vielleicht dazu mal ein Update-Video machen, falls ihr wirklich genauere Infos dazu habt. Sollte ich genauere Infos kriegen, mache ich hierzu gerne ein Update-Video, wenn ihr darauf Bock habt. Und ansonsten würde ich sagen, soll es das vom heutigen Video gewesen sein. Heute First Take, One Take, ohne Cut. Haut rein!